unserer Jubiläumsfeier, Frau Ministerin. Und ich freue mich über so viel Prominenz und über so viel Wahrnehmung zu einem eigentlich harmlosen Geburtstag, 20 Jahre Effizienzagentur. Wir haben schon überlegt, ob man nicht warten sollte, bis man 25 Jahre wird, aber wer weiß, was in 5 Jahren Politik alles so passieren kann. Designer zu adressieren, anzusprechen, in Verbindung zu bringen mit der Wirtschaft, mit der Wissenschaft, um diese Themen im Kopf, in die Hand und in die Umsetzung zu bringen und da eben einen kleinen Beitrag zu leisten. Und Sie sind nicht nur Hochschuldezent, Herr Fischer, sondern auch Hobbyastronom. Und als solcher beschäftigen Sie sich mit dem Thema Lichtverschmutzung, wie das alles miteinander zusammenhängt und den Weg zu einem nachhaltigen Design aufzeigen kann. Das erklären Sie uns jetzt hoffentlich. Herzlichen Glückwunsch, Eva, 20 Jahre alt. Findet man natürlich einige Ideen, aber wichtig ist eben immer zu überlegen, wie kann man eine Sache effizienter gestalten, weil bei Hochwasser und Starkregen ist die Zeit die allentscheidende Frage und die Manpower. Und an welchem Punkt kam die EFA mit ins Spiel? Welche Unterstützung haben Sie da erfahren? Das Eco-Cockpit, da kommt man ja selber nicht drauf, dass es sowas gibt und wie ich das nutze, noch viel weniger. Und das ist eben so die Geschichte, die uns dann geholfen hat, an diese Werkzeuge dranzukommen und diese auch nutzbar zu machen. Ich hoffe, dass ich auch eine Vielzahl von Ihnen hier dazu bewegen konnte, Ihren Coffee-to-go Einwegbecher einzutauschen und erhebe so zum Schluss meinen Coffee-to-go Mehrwegdeckel. Zur Vorstellung unserer innovativen Idee. Die 30 Mitarbeiter führen jährlich rund 180 Beratungsprojekte durch und pro Jahr werden durch die realisierten Projekte 40.000 Tonnen CO2-Äquivalente eingespart. Wenn das nicht ein Wirtschaftsprogramm der besonderen Art ist und das aus dem Umweltbereich, dann weiß ich nicht, was man sonst Wirtschaftsförderung nennen soll. Oft ist es ja so, dass die Verbraucher eben noch nicht bereit sind, für das nachhaltigere Produkt auch mehr zu bezahlen oder es auch gar nicht können. Und vielleicht wäre das ja eine Aufgabe der Politik oder vielleicht könnte die Politik dem Verbraucher sozusagen ein bisschen den anstupsen und ihn auf den richtigen Weg helfen. Jetzt komme ich aber auf super dünnes Eis hier. Also, das ist natürlich immer eine Frage, wie weit Sie Verbraucherinnen und Verbraucher bevormunden. Ich glaube, man kann natürlich mit Steuern, man kann mit Pfand, Stichwort Coffee to go, Becher beispielsweise, Plastikverbrauch, kann man sicherlich einiges machen, einiges lenken. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich das Instrument schlechthin ist. Und wir haben eigentlich das Problem, wir Konsumenten jetzt, nicht wir von der Effizienzagentur, dass wir dann gucken, Mensch, der klassische Löffel kostet 5 Euro und dieser Kunststofflöffel mit einer Chromoberfläche kostet 1 Euro oder sowas. Und da sind wir Konsumenten gefragt und da sind wir auch in der Verantwortung, dass wir als Konsument eigentlich die Entscheidung treffen müssen, was der Unternehmer herstellen soll, indem wir nur das kaufen. Wie könnte denn so ein Anschubs Richtung Circular Economy aussehen von politischer Seite? Ein Thema ist für uns zum Beispiel Reparierbarkeit. Ja, also das ist etwas, das kann ich fordern. Reparierbarkeit muss möglich sein. Wir haben heute auch eine Verordnung auf dem Weg, dass eben auch die entsprechenden Reparaturanleitungen offen liegen, dass man diese Möglichkeit hat, auch als freie Werkstätte. Da kann man sicher noch mehr tun. Also bei jeder Novelle eines Gesetzes, die eine bessere Rahmengesetzgebung vorsieht oder eine etwas schärfere im Abfallbereich, im Wasserbereich, im Bodenbereich, im Luftbereich, jedes Mal kommen, insbesondere von der unternehmerischen Seite aus, natürlich die Punkte, wir schaffen das nicht. Und ich bin da immer im Zweifel, weil manchmal geht es dann doch. Also Ihnen vielen Dank für Ihr Kommen. Interessante Gespräche noch, Frau Ministerin. Vielen Dank für die Anregungen, die Sie uns auch gegeben haben, den frischen Mut.